Willkommen zurück zu Super Fox and Young Lady. Ist kein tollerer Name eingefallen. Nein. Willkommen zurück zu Never Alone. Wir haben in der letzten Folge die Bola abgegriffen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, wichtige Dinge zu tun. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir haben immer eine Bola. Komm mit, Super Fox. Super Fox! Super Fox! Muss ich das immer selber machen? Nicht cool. Und haben dem Eulenmann sein Trömmelchen wieder besorgt. Oh, oh, es windet. Ich hätte mich hinwerfen sollen. Hallo. Wieso wirft sie denn immer nach da unten? Okay. Na bitte. So schaffen oder wie? Ganz schön hier, Riesenreiher, fauler Typ. Okay, ich muss das noch lernen. Kann ich das wegmashen? Boah, ich bin so krass. Huh! Komm hier mit, Fuchs vorbei. Nein, nicht nach unten drücken. Ich muss da drücken, genau. Schön am Start bleiben, immer schön am Start bleiben. Huh! Jetzt leg mich lieber schon mal hin. Und nicht der Schnee. Wir zermatchen alles, da kennen wir nix. Schneewehe. Muss man schnell reagieren. Dezent grausame und harte Bedingungen hier draußen. Ich leg mich lieber mal hin, bevor ich hier versuche zu werfen. Ich habe die Zeit geachtet, aber ich glaube, wir sind cool. Lieber hinlegen nochmal. Genau, da kommt der Sturm. Und Zakikowski und Weiterowski. Johnny McFuchsensen schafft es. Kann ich die Dinge eigentlich auch kaputt machen? Ah, ich kann die Teile bewegen. Ich bin ja cool. Hallo. Hallo. So, mein Fuchs McFuchsensen schenkt mir hier was Cooles und ich muss erstmal voll kaputt. Gebohrt. Walljump. Das muss ich jetzt so schaffen. Das muss ich so schaffen. Mädchen mit? Ne, Mädchen fällt erstmal cool runter. Nicht cool! Schneesturm. Aber nicht doll. Na bitte. Ich glaube, das. Wuppa, achso, da muss ich mit dem Wind gehen. Gimme! Falsche Richtung, aber das ist unser Way of Life. Tap, tap, tap. Super Speed Movement.
Am Rand des Dorfes trafen die beiden auf den schrecklichen Mann. Er sieht schon so aus. Er befahl ihr anzuhalten. Oh, aber sie hielt nicht an. Doch, sie hielt an. Aber sie war stärker, als er dachte. Nein, sie war tot. Ja, ich wusste doch nicht, dass ich laufen soll. Oi! Krasser Typ. Nein. Als er die Bola sah, wurde er noch wütender. Wahrscheinlich wollte er die Bola haben. Genau danach hatte er gesucht. Aber die kriegt er nicht. Weil er nicht cool ist. Ist jetzt der Eisbär. Wo ist der Eisbär? Oi. Nein. Lauf, lauf, lauf. Ogo Mac Ogo sind. Gib mir die Bola. Niemals. Das hat uns der Eulenmann. Die hat uns der Eulenmann geschenkt. Und der Eulenmann ist OJ Eulenmann. Unser Homie. Lauf, 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 lauf. Oh oh. Auf ins Wasser. Sie waren knapp entkommen. Doch nun schwebten sie in noch größerer Gefahr. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Zwei Tage lang trieben sie dahin. Oili mit Moili. Bis sie endlich Packeis erreichten. Oh, das Blut. Doch es war kein Grund zur Freude. Nicht? Oh cool, es funktioniert sogar. Das Eis war tückisch. Bewegt sich das hin und her oder bleibt es jetzt da hinten? Es bewegt sich hin und her. Oi! Knappe Ding. Alte Pro-Gamer hat wieder zugeschlagen und rennt wie ein Affe übers Wasser. Denn hinter ihm zerbrechen alle Steine und er stirbt fast. Aber diesmal hat es geklappt. Oh oh. Lauf, kleiner Futz. Das ist eine echt krasse Megabola. Kann ich verstehen, dass der Typ die Clown. Oi! Clown wollte. Kommst du her? Nein, kommst du nicht. Oh oh! Eisbär! Eisbär! Wo war der Eisbär, als der Typ hinter mir her war? Echt jetzt mal, Eisbärknecht. Den Typ hättest du fressen können. Der wäre nicht gut gewesen für dich. Der sah eklig aus. Sind die Fische gut? Sind die Fische nicht gut? Sind die Fische meine Freunde? Fressen die Fische den Eisbär? Bin ich ein Eisbär? Ich bin der Eisbär. Oh oh. Oh oh. Doppel oh oh. Hier fällt er rein. Das kann nicht anders sein.
Nicht cool. Nicht cool. Können wir auf den Fischen laufen? Krasser Typ. Krasser Typ. Ich bin, glaube ich, nicht so doch richtig. Oh, da kommt der Eisbär wieder. Ich kann sagen, ich kenne Eisbären schon ziemlich gut sogar. Nebenbei bemerkt, sind Eisbären die größten Landraubtiere, Schrägstrich Jäger. Wenn man einen Eisbären überlisten will, hat man keine Zeit zum Ausruhen. Ein hungriger Bär gibt nicht so leicht auf. Das dicke Eis verschwindet. Ich habe die Eule gefunden. Das Land war seltsam. Inwiefern? Oi! Ich verstehe. Bewegte sich auf höchst ungewöhnliche Art und Weise. Hinschmeißen, hinschmeißen. Da oben ist eine Eule. Der Fuchs? Die kriege ich. Na, der Fuchs buggt. Was mache ich denn? Krasser Typ. Oi! Doppelkrasser Typ. Irgendwie weiß ich nicht, was da los ist. Ich will die Eule haben. Jetzt ist es eine Frage der Ehre. Die Eule oder ich? Oder ich oder die Eule? Das Mädchen ist tot. Ja, komm, weißt du? Also, ja, das. Kann ich mal vorkommen? Kann ich mal vorkommen? Ich versuch's lieber nicht, da noch weiter durchzulaufen. Aber ich will die Eule haben. Mädchen, du stehst da gefährlich. Mädel! Weißt du, da musst du immer aufpassen. Die Kleine ist ein bisschen komisch. Komisch. Eulenboy, Eulenboy, fand die Eule, der Eulenboy. Sprang ins Wasser und starb aber doch nicht. Und backte herum und starb dann letzten Endes doch. Cooler Typ. Ziemlich cooler Typ. Muss man sagen. Muss man auch so an sich eingestehen. Legt sie auf den Boden, das Eskimo-Mädchen. Huh! Sicher ist sicher, sicher ist sicher. Wir wollen hier nichts riskieren. An der Stelle sind wir jetzt schon 14 Mal gestorben. Ich sterbe hier öfter jetzt bei Dark Souls. Nein! Oh. Schöne Ding, schöne Ding. Eisschnurrhaare. Müssen wir es zu werfen? Nein, okay, alles gut. Lieber erstmal eine Bola geschmissen. Speichert, alles gut, es speichert, da tut sich was. Hier oben tut sich auch was. Oh oh, der Eisbär. Na klar, ist er nicht erfreut. Über die ungebetenen Gäste. Der Fuchs ist tot. Der Fuchs ist tot, der Fuchs ist tot. Hoppala. Uncool. Uncool. Hui. Ich weiß noch nicht, warum ich nach hier locke, aber ich locke ihn nach hier. Hm.
Heidewitzka! Der Fuchs ist runtergefallen. Es ist anscheinend Sinn der Sache. Nicht cool. Was das? Das ist... Nein, Bär? Pfui! Nein, Bär, böser Bär! Pfui! Okay, ich glaub so nicht. Oi! Da rennen sie davon. Wir sind frei! Die beiden kamen, doch sie erkannten bald... Das ist ganz schön kalt war. Die wahre Natur des Landes unter ihren Füßen. Ach so, mal so kurz gefragt, wenn ihr euch diese ganzen... Oh, das Mädchen und der Fuchs fielen ins Wasser. Ach, Jottchen. Das Mädchen sieht aus wie eine alte Frau in den Zeichnungen. Und wurden verschluckt. Von einem Wal. Vielleicht treffen wir Pinocchio. Sie wurden ins Innere der eisigen Unterwasserhöhlen gespült. Nee, das ist das Innere von dem Wal. Mann, oh Mann, ich frage mich, warum sie nicht ertrunken sind. Das ist irgendwie immer so ein kleines Kind, was dazwischen brabbelt. Kanukskajuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger, doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Seems legit. Ja, wenn ihr diese ganzen Sachen, die ich hier freischalte, euch mal anhören, gucken wollt, müsst ihr mir am besten Bescheid sagen, weil dann würde ich die euch auch zeigen. Ah, Klaus, Eiswasser, Eiswasser. Sind hier Eulen? Wie waren zu Eulen? Wie geht's zu Eulen? Sind in die andere Richtung. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich nicht lang. Sie kann schwimmen im eisigen Eiswasser. Here goes it not weather. Auch damit nicht. Okay. Ist ja gut, Fuchs. Ich komme ja schon. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie die Mad Super Skills freigeschaltet, aber nix. Okay, hier scheint noch nichts zu sein. Also wieder hoch. Und dann würde ich diese Einblicke nämlich mal ablaufen lassen. Ich schweife total ab und sag Stücke über meine Sätze, aber das könnte ja nicht anders sein. Kann ich da schon mal was gegenwerfen? Oder ist das nicht cool? Nicht cool. Ist nicht cool. Und nämlich erstmal überall meine Bowler hin. Arschbombe. Ja, du musst schwimmen, Futz. Ah, gedrückt halten, um schneller zu schwimmen. Cool. Das muss einem auch mal jemand sagen. Fuchs-Skills machen, dass alles durch die Gegend fliegt. Kommt sie da auch hoch? Offensichtlich. Das ist keine kluge Idee, aber wir tun es dennoch.
Oh, guck mal, wir können jetzt bestimmt zu dem Dings hochschwimmen. Komm, Fuchs, wir schwimmen. Water bubbles im eisigen Meer. Ich könnte jetzt anfangen, unter dem Meer zu singen, aber ich erspare euch das einfach. Ach Quatsch, unter dem Meer. Okay, ich erspare es euch doch. Ich kann es nämlich überhaupt nicht. Es macht gar nichts. Es macht gar nichts. Fuchs, jetzt reiß dich mal zusammen. Immer muss ich hier über hochspringen. Hallo, Fuchs. Hallo, Fuchs. Unter dem Fuchs. Unter dem Fuchs. Wir müssen hier mal hoch jetzt. Okay, das wird ein kniffliger Double, Triple, Super, Extreme, Supreme, Deluxe Wall Jump. Und er macht ihn einfach. Er macht ihn, als wäre es gar nichts. Krasser Typ. Was wird das jetzt für eine Nummer? Was? Zurückspringen, Nuna. Achso, sie kann ja gar nicht so klettern. So klettert sie. Ich kletter so. Schönes Ding. So. Hier hängen wir uns wieder ran. Und er macht den Wall Run. Do the Wall Run. Und hier rüber. Und hier runter. Und hier hoch. Mit Foxy McFoxen. Und hier rüber. Und Bola. Und runterrutschen. Hui. Joppa. Und Stacheln. Nicht cool. Nicht cool. Wir müssen hier bestimmt wieder Wasser reinlassen. Fuchs? Din din di di din din di di. Ja, das ist tödlich. Dann gehen wir mal mit dem Fuchs nach da. Oh. Na, uncool. Okay, schönes Ding. Hat der Fuchs ja schön gemacht. Ich hasse dich, ich lass dich sterben. Ah, die Folge wird verdammt lang gerade, merke ich. Das ist verdammt lang. So lang nicht, aber bis zum nächsten Savepoint machen wir noch, würde ich sagen.
Dann ist die halt mal ein bisschen länger. Schwing. 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 Kann ich tiefer klettern? Kann ich höher klettern? Nein. Ich weiß nicht, wie weit ich schwingen kann. Okay, das war nicht weit genug. Ich mag jetzt nämlich auch nicht hier irgendwie unterbrechen und dann... feststellen, dass ich beim nächsten Mal das Level von vorne anfange. Ja, man kann runterklettern. Dann klettern wir mal nach da. Und dann schwingen wir richtig. Schwing! Und dann klettern wir auch hier runter. Und dann schwingen wir richtig. Schwing! Nee, du sollst unten bleiben. Also... da ist Nuna oben. Und zerschmück jetzt das Packeis. Huh. Nee, komm, hier, Fox. McFoxen. Kann er da eigentlich auch dran schwingen oder muss er da gar nicht dran schwingen, weil ich jetzt eh Wasser rauslasse? Crystal Water! Viel zur Eule. Ha, ansehen, alles ist lebendig, vor allem die Eule. Ich habe mich gerade nicht getötet bei der Aktion, oder? Nee, habe ich nicht, alles cool. Sorry fürs gegen das Mikro donnern. Das tut mir gar nicht leid. Klug, klug, klug. So. Eigentlich hätten wir die Stelle als Verknuspelungspunkt nehmen können. Jetzt ist hier überall Wasser. Ah, die Folge wird schrecklich lang. Ich glaube, wir steuern sicherlich schon auf die 30 Minuten zu. Na, wenn wir jetzt hier rauskommen, ist ja bestimmt ein Cut. Ja, da wird gespeichert. Und da findet er alle geheimen Secrets. Give me the secret. Whee. Okay. Ach komm, was soll der Geiz? Wir es können. Oh, der Fuchs. Super Fuchs. So, Ladescreen heißt, Speicherpunkt heißt, da geht's bestimmt regulär weiter. Das Mädchen und der Fuchs wurden durch das Atem noch des Wals hinausgepustet. Sagt doch, ist ein Wal. Sie wurden hoch in die Luft geschleudert, als ob sie in den Himmel fielen. Vielleicht sind wir auch in den Himmel gefallen. Fuchsi McFuchsinson und ich. Ich bin das kleine Mädchen. Das Mädchen und der Fuchs wurden
Unterhalb eines Küstenhofs, ich habe es nicht schnell genug gelesen. Küstenhofs an Land gespült oder sowas, glaube ich. Eines Tages fragt er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Das weiß keiner so genau. Aber weil es so schön ist, möchte ich an dieser Stelle jetzt endlich doch Pause machen. An dieser Stelle wird es beim nächsten Mal weitergehen, hoffe ich jedenfalls. Mit Bola, ohne Bola, krasser Funky Light Effekt. Guckt es euch an. Disco, Disco. Kann man eigentlich den Überdisco machen? Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal geht's weiter. Ich versuche die Folgen diesmal nicht mehr so lang werden zu lassen. Und bleibt sauber. Tschüss.